Frau einen Mann mag, dann werden es die meisten Männer nicht merken. Die Anzeichen, die Frauen aussenden, wenn sie einen Mann mögen, sind teilweise genau so subtil wie die Anzeichen, dass sie an ihm lediglich als Freund interessiert ist. Woher kannst du wissen, dass sie nicht vielleicht insgeheim darüber fantasiert, wie es wäre, mit dir zusammen zu sein? Und einen simplen Weg, um das herauszufinden, bekommst du in diesem Video. Wenn du aber nur eine schnelle Nummer möchtest oder herausfinden willst, wie du mit ein paar kleinen Tricks Frauen endlich ins Bett manövrieren kannst, dann ist genau dieser Kanal nichts für dich. Dann kann ich dir und werde ich dir nicht dabei helfen. Wenn du aber wissen möchtest, wie du die Frauen, die du magst, mit deiner authentischen Persönlichkeit so von dir begeistern kannst, dass sie mit dir zusammen sein wollen, ja, dann helfe ich dir, genauso wie ich schon seit 10 Jahren Männern dabei helfe. Obwohl die Anzeichen einer Frau subtil sein können, kannst du, wenn du genau weißt, worauf du achten musst, erkennen, ob sie dich mag. Aber wenn du bisher nur wenige Erfahrungen mit Frauen gesammelt hast und du es nicht wagen möchtest, einen Schritt zu gehen, der vielleicht zu weit gehen würde, weil du dich sonst blamieren könntest, dann geht es auch, indem du sie fragst. Aber natürlich nicht direkt, nicht einfach so, sondern subtil. So, dass ihr beide die Möglichkeit hättet, es auch abzustreiten. Und zwar so. Hey, kann ich dir eine persönliche Frage stellen, so als meine weibliche Freundin? Dann wartest du auf ihre Antwort und sie wird dir ja sagen, weil dadurch hast du sie ganz schön neugierig gemacht. Sag mal, findest du mich eigentlich attraktiv? Und stopp! Das Ziel dieses Videos ist dir nicht, einen Spruch oder eine Frage zu geben, mit der du auf einmal bei ihr Erfolg haben wirst. Wenn du dafür Sprüche oder Fragen suchst, dann bist du auf der falschen Fährte. Was ich möchte, ist wie so oft mit dieser Angst aufräumen, dass sie vielleicht nicht auf dich stehen könnte, dass sie dich nicht mag oder dass sie schlecht über dich denkt. Denn das sind die Dinge, die dich wirklich davor abbewahren, so selbstbewusst und charismatisch auf sie zu wirken, wie du eigentlich könntest. Und du weißt, dass es so ist. In uns steckt so viel mehr als die Angst davor, irgendetwas falsch zu machen. In uns steckt die Liebe, die Tiefe, die Vertrautheit, die Verlässlichkeit, ein Mann zu sein, nach dem sie sich sehnt. Aber es fehlt manchmal noch eine kleine Zutat, damit du es auch sehen kannst. Ist es möglich, dass sie jetzt negativ über dich denkt, wenn du ihr diese Frage stellst? Dass sie jetzt denkt, boah, der Typ, der verkauft sich total unter Wert, jetzt ist er ja unter mir, weil er mir diese Frage gestellt hat. Viele Männer werden dir weismachen wollen, dass das so ist. Dass sie jetzt weniger von dir denkt, weil du sie danach gefragt hast. Das ist kompletter Schwachsinn. Das sind nicht die Männer, auf die du hören solltest, wenn du wissen möchtest, wie man eine Beziehung auf Augenhöhe pflegen kann. Denn diese Männer, die immer wieder sagen, dass du dich über ihrem Wert und den Wert von dir versus ihr irgendwie in Betracht ziehen musst, immer wieder ansprechen, die haben keine Ahnung, wie man eine glückliche und gesunde Beziehung führt. Deswegen solltest du eher darauf achten, was die Männer dir sagen, wo du das Gefühl hast, ich bin mit diesem Menschen auf Augenhöhe. Denn das sind dann auch die Tipps, die dir etwas bringen, mit Frauen auf Augenhöhe zu sein. Und dabei will ich dir helfen. Das wirst du immer und immer wieder sehen, die Männer, die in meinem Coaching-Programm sind, die zeigen, dass es möglich ist, Frauen auf Augenhöhe zu begegnen, leichtherzig und voller Spaß und Freude an der Liebe selbst mit ihr zu kommunizieren. Und dann nicht mehr Angst davor haben zu müssen, ob sie dich mag oder nicht mag, sondern die Selbstverständlichkeit zu erleben, wie schön es ist, wenn du auf eine Frau zugehst und sie dich so sehr will, dass sie dir ihre Nummer gibt, mit dir zusammen ein Date haben möchte oder natürlich auch nach ein paar Dates mit dir eine Beziehung beginnen will. Das sind Dinge, die wir Tag für Tag beweisen auf diese Art der wertschätzenden Kommunikation. Was ich wirklich will, ist, dass du deine eigenen Erfahrungen machst und entlang der Reise mehr und mehr feststellst, dass du schon längst und immer schon attraktiv warst, dass Frauen dich schon immer mochten und dass du es wert bist, geliebt zu werden. Wenn du es wirklich ernst nehmen möchtest, dein Selbstvertrauen so aufzubauen, dass du keine Angst mehr davor hast, mit Frauen zu flirten, Anziehung aufzubauen und eine Beziehung mit ihr zu beginnen, dann ist es viel wichtiger, dass du dich entscheidest. Möchte ich weiterhin raten, ob sie mich mag? Möchte ich weiterhin nachts alleine ins Bett gehen und mir vorstellen, wie es doch wäre, wenn sie mit mir zusammen wäre? Oder möchte ich mich endlich selbstbewusst fühlen und dieses Selbstvertrauen immer mehr und mehr in mir kultivieren, sodass ich mir nicht mehr die Fragen stelle, ob sie mich mag, sondern weil ich es weiß und mit ihr so gemeinsam
eine Zukunft aufbauen kann. Diese Entscheidung macht den wirklichen Unterschied. Die Entscheidung, endlich zu handeln und nicht mehr raten zu müssen. Diese Entscheidung gibt dir die Fähigkeit, endlich Anziehung aufzubauen. Diese Entscheidung gibt dir die Fähigkeit, dann auch zu wissen, dass sie dich mag. Darum kommen die kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse und wir schauen uns im Detail an, wie du schon jetzt attraktiv auf Frauen wirkst, wie du es noch vielleicht gar nicht weißt und wie du das zu deinem Vorteil nutzen kannst, sodass du authentisch mit deiner eigenen Persönlichkeit endlich die Frauen von dir begeisterst, die du auch magst. Und dann wirst du in 3 Wochen vielleicht schon neben der einen aufwachen, weil du dich dazu entschieden hast, jetzt zu handeln. So wie dieser Mann. Da hat die Luft schon irgendwie geknistert. Wir sind dann zusammen im Bett gelandet. Erst habe ich ja die Füße gewärmt und dann halt haben wir miteinander geschlafen. Das zog sich halt den ganzen Sonntag noch durch und das hat sich jetzt innerhalb von 3 Wochen abgespielt. Ich kann es selber schon noch nicht glauben. Hi meine Lieben, ich mach's kurz. Der 25.07. um 17 Uhr. Notier dir das, ich sag dir auch gleich warum. Wie ihr wisst, mache ich jetzt schon seit 2 Jahren YouTube-Videos, mit Ausnahme von 2 Sonntagen, ziemlich genau seit Juli 2019. Ja, der eine Sonntag, das wissen vielleicht manche von euch, da ist meine Mutter gestorben und das andere Mal habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso da kein Video rauskam. Jedenfalls, der Punkt ist der. Wir werden jetzt eine Sommerpause einlegen, um uns viel mehr auf unsere Kunden zu konzentrieren und unserem Coaching-Programm zu widmen. Was übrigens totale, absolut geile Ergebnisse zurzeit liefert. Letzte Woche hat ein Kunde mit 42 Jahren das erste Mal in seinem Leben Sex gehabt. Diese Woche, da waren mehrere Männer, die von Frauen eingeladen wurden, auf Dates zu gehen. Einer hat seine größte Angst aller Zeiten überwunden, hat eine Gruppe an Frauen angesprochen und hat die Nummer bekommen von einer Frau, die er die ganze Zeit so nervös war, sie anzuschauen, hinzugehen. Und er hat es geschafft und jetzt verabreden sie sich. Also richtig, richtig geile Sachen, was zurzeit alles möglich ist. Und wir werden, wenn du einen Vorgeschmack haben möchtest, etwas richtig Geiles für dich im Petto haben. Nämlich, um dir diese Pause zu überbrücken, machen wir am 25.07. um 17 Uhr ein kostenloses Live-Online-Coaching. Da wirst du einen Vorgeschmack haben, was es heißt, wie du auf Frauen zugehst, um mit deiner eigenen Persönlichkeit zu punkten. Ja? Ohne ein Arsch werden zu müssen, die Frauen zu erobern, die du magst. Das bringen wir dir bei. Den Leitfaden kriegst du in diesem kostenlosen Online-Live-Coaching, wo du mir persönlich alle deine Fragen stellen kannst. Das wird ein richtig geiles Ding, ist eine einmalige Gelegenheit. Der Link ist in der Beschreibung. Klick dich einfach durch und melde dich an zu diesem kostenlosen Live-Online-Coaching. Wird der Hammer. Bis dahin, wir sehen uns.